Aufwachsen an der Volme. Der Rathaus-Podcast der Stadt Hagen. Man merkt, die wollen alle für ihre Schülerinnen und Schüler nur das Beste. Das ist immer wieder ein Dauerthema, der Zustand der Toiletten in den Schulen. Ganz klar finden heute andere Dinge in Schule statt, als das noch zu unserer Schulzeit war. Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Charlene Schmidt. Und ich bin Michael Kaub. Wie immer aus unserem kleinen Studio unter dem Dach der Villa Post. Ja, und in diesem kleinen Studio unter dem Dach der Villa Post haben wir heute Regina Pott eingeladen. Regina Pott leitet den Fachbereich Schule. Ist das richtig, Regina? Genau, das ist richtig, seit einem Jahr. Ich habe heute Morgen ganz frisch mir mal so ein paar Nachrichten zu Schule im Internet angeguckt. Mobbing, Stundenausfall, verdreckte Toiletten, gestresste Lehrer. Meine Güte, Schule und nur Probleme, Regina? Nein, Schule macht nicht nur Probleme, Schule macht auch Spaß. Also mir macht es total viel Spaß, weil ich nämlich der Meinung bin, dass man ganz viel bewegen kann für die Schülerinnen und Schüler hier in dieser Stadt. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir als Schulträger versuchen, dazu beizutragen, eine gute Bildung und einen guten Start in das Leben für alle Hagener Kinder hinzubekommen. Ja, es gibt ganz viele Probleme. Ich nenne sie lieber Herausforderungen als Probleme. Wir müssen hier aber ganz deutlich unterscheiden, was du gerade angesprochen hast. Da sind viele Dinge, für die wir überhaupt nicht zuständig sind. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, da gehen wir mal einfach mal dazwischen. Wofür, kannst du das in 2, 3 Sätzen sagen, wofür du bzw. der Fachbereich zuständig seid? Man hat früher immer die Unterscheidung gemacht in innere und äußere Schulangelegenheiten. Man unterscheidet das heute immer noch, aber das wächst immer mehr zusammen. Der Schulträger ist ganz klassisch für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig, das heißt für die Gebäude und für die Ausstattung, damit guter Unterricht in Schule durchgeführt werden kann. Das Ganze wächst aber immer mehr zusammen. Also das, was in Schule passiert, interessiert uns natürlich auch, weil da müssen wir beitragen, mit vielen Dingen dafür zu sorgen, dass alles gut funktioniert. Als ein Beispiel sage ich mal Digitalisierung. Was an digitalem Unterricht in Schule passiert, da haben wir inhaltlich wenig Aktien drin. Aber wir sind diejenigen, die die Schulen so ausstatten müssen, damit das Ganze funktionieren kann. Damit die Ausstattung, so wie sie gebraucht wird, da ist. Und da kommt dann immer mehr Verzahnung zueinander, weil wir mit den Schulen auch ganz eng in Kontakt sein müssen, was die inhaltlichen Dinge angeht, um einfach zu verstehen, was passiert in Schule und was können wir dafür tun, damit es gut funktioniert. Jetzt hast du gerade ganz viel über wir gesprochen. Wir haben uns natürlich auch im Voraus ein bisschen informiert und auch mal auf die Seite geguckt. Und ich habe durch euer Telefonbuch gescrollt und es endete sehr, 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 sehr lange gar nicht. Wie viele Leute sind denn dann bei dir im Team? Also wir haben vor Ort knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit mir im Rathaus sitzen, also direkt bei mir in der Nähe. Wir haben aber auch fast 70 Schulsekretärinnen, die auch zu unserem Bereich gehören, die natürlich in den Schulen sitzen. Das klingt auf den ersten Blick viel, aber ich glaube, da ist es vielleicht mal spannend zu hören, wie viele Schulen wir in Hagen überhaupt haben. Weil wenn das jemand hört, ist man manchmal erschlagen. Wir haben tatsächlich 56 Schulen, 56 städtische Schulen. Mhm. Zusätzlich gibt es ja auch noch private, aber in städtischer Trägerschaft 56, die sich dann auf die unterschiedlichen Schulformen aufteilen. Also selbst Hagener sind immer erstaunt und sagen, wie so viele? Ich glaube, da wäre ich jetzt auch wirklich nicht drauf gekommen. Gut, man kennt natürlich auch immer die einem am nächsten sind, so gefühlt. Aber das ist schon jede Menge. Also dass da dann 130, habe ich jetzt mal gerade so über den Daumen gerechnet, Leute drin sind, ist schon fast verschwindend gering gefühlt. Wir könnten auch immer noch ein paar mehr gebrauchen. Das ist auch ein wichtiges Thema vermutlich. Es gibt ja immer wieder neue Themen, immer wieder neue Baustellen. In den letzten Jahren ist immer mehr dazugekommen und es ist immer mehr passiert. Wenn man nur mal zurückdenkt, da will ich gar nicht so viel drüber sagen, Corona. Was Corona bedeutet hat, von einem Tag auf den anderen so Dinge wie Desinfektionsmittel auf einmal für 56 Schulen bereitzustellen. Und da sind so viele Dinge, die immer wieder überraschend dazukommen, dass man auch gar nicht so genau festlegen kann, was ist der Aufgabenbereich. Es ist sehr, sehr variabel, immer wieder was Neues, sehr spannend. Ja, und vielleicht auch in dem Zusammenhang Digitalisierung, wurde das Ganze ein bisschen beschleunigt, würdest du das so sagen? Digitalisierung wurde auf jeden Fall beschleunigt durch den Digitalpakt, durch die Fördergelder, die Bund und Land uns zur Verfügung stellen. Wir haben in Hagen allerdings die Situation, es ist ja nicht unbekannt, dass Hagen eine arme Stadt ist mit wenig Geld. Und bevor der Digitalpakt kam, standen nicht viele Mittel zur Verfügung, um im Vorfeld schon die Schulen zu digitalisieren. Das heißt, wir sind relativ bei Null angefangen, als die Gelder des Digitalpaktes kamen und müssen deshalb jetzt erstmal anfangen, ja die Schulen strukturell zu verkabeln, dass erstmal alle Voraussetzungen geschaffen sind, um auch Geräte anzuschließen, um WLAN überall bereitstellen zu können. Und das dauert einfach unglaublich lange. Es wird alles immer teurer. Die Mittel
reichen nicht aus, um alles zu tun, was man machen würde. Und bei den Mitteln schlage ich jetzt einfach mal so die Schleife. Es ist einfach unheimlich schwierig, was die Finanzierung der ganzen Angelegenheiten rund um Schule angeht. Weil wir bekommen sehr viele Mittel durch Fördergelder, wo wir immer mit Fristen zu kämpfen haben. Innerhalb bestimmter Fristen muss Geld ausgegeben werden, müssen Projekte durchgeführt und beendet und abgerechnet sein. Und das ist ganz oft ein Wettlauf gegen die Zeit. Es wäre einfach viel schöner, wenn man für alle Themen auskömmliche Mittel hätte, wo man genau weiß, jedes Jahr steht uns das zur Verfügung, ohne immer zu gucken, schaffe ich es auch in dem angegebenen Zeitraum, dieses Geld alles auszugeben. Das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, den Bürgerinnen und Bürgern, vermutlich auch den Eltern zu erklären, woran es liegt. Verstehen die das? Bekommt ihr Rückmeldungen auch von den Eltern oder habt ihr da nichts mit zu tun, weil es halt eine innere Schulangelegenheit ist, wie du gesagt hast? Ich glaube, es ist wie überall. Rückmeldungen, die wir bekommen, sind meistens negativer Art. Von Schulen selber durchaus auch positive Rückmeldungen. Da sind wir ja auch immer in engem Kontakt mit in allen möglichen Themenfeldern. Mit den Eltern sind wir tatsächlich nicht so häufig im Kontakt. Manchmal nehmen wir an Schulkonferenzen teil, wenn es um konkrete Dinge geht, Bauprojekte oder Ähnliches. Da ist man dann auch mal in direktem Austausch mit Eltern. Ansonsten melden Eltern sich nur dann bei uns, wenn irgendwas eben nicht gut funktioniert, wenn sie sich beschweren wollen über irgendwelche Sachen. Das kennt man natürlich irgendwie wahrscheinlich auch von sich selbst. Wenn es einem gut geht, hat man meistens, das ist man eher zufrieden. Jetzt haben wir gerade schon so ganz viele Verwaltungswörter, sag ich mal, gehört, Fachbereich und Zuständigkeiten. Und du hast gesagt, dass du jetzt auch seit einem Jahr die Stelle erst besetzt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu deinem Werdegang sagen und wie du da so hingekommen bist. Da guckt sie jetzt. Kurz und knapp. Ja, ich kann sagen, ich hatte, seitdem ich bei der Stadt bin, einfach ganz viel Glück. Ich bin in vielen Bereichen unterwegs gewesen und man kann vielleicht manchmal sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn es ergeben hat, wenn Stellen ausgeschrieben und frei waren, habe ich mich halt immer mal wieder vorwärts bewegt und ich bin seit 2018 tatsächlich im Fachbereich Schule beschäftigt, war dort zunächst als Abteilungsleiterin und als der Fachbereich ausgegründet wurde und der ehemalige Fachbereichsleiter des zu der Zeit noch Fachbereich Bildung heißenden Bereichs in Ruhestand gegangen ist, habe ich die Stelle übernehmen können. Und ich habe das nie geplant, wie glaube ich die wenigsten Menschen, die irgendwann mal in einer solchen Stelle sitzen. Wie gesagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Glück gehabt und es macht Spaß. Aber das wollte ich gerade fragen, aber braucht es nicht mehr. Es macht noch Spaß. Genau. Ja. Doch, es macht auf alle Fälle Spaß, vor allen Dingen, weil es so wahnsinnig abwechslungsreich ist. Also es ist kein Tag wie der andere, jeden Tag andere Herausforderungen, viele nette Begegnungen. Also unsere Schulleitungen in Hagen sind durch die Reihe wahnsinnig engagiert. Also eine tolle Zusammenarbeit. Man merkt, die wollen alle für ihre Schülerinnen und Schüler nur das Beste. Das ist auch der Grund, warum man dann manchmal aneinander gerät, wenn Dinge nicht schnell genug gehen, wenn wir Dinge nicht in der Form bereitstellen können, wie Schulen es gerne hätten, wenn Baumaßnahmen nicht oder nicht schnell genug durchgeführt werden können. Das ist eigentlich im Moment eine unserer größten Baustellen. Gibt es dann auch Aufgaben oder Herausforderungen, die dir vor die Füße gefallen sind, wo du dachtest, oh, damit hätte ich nicht gerechnet, dass das mal auf mich zukommt, dass ich mich damit mal befassen muss? Schwierige Fragen stellen kann ich gut. Ja, das passiert immer wieder. Also ich sag mal, ein großer Anteil war natürlich Corona, ich habe es gerade gesagt. Dann bin ich nebenbei auch Mitglied im Krisenstab der Stadt Hagen. Da war natürlich die Flut. Ein Ereignis, wo man sich niemals hätte vorstellen können, dass sowas mal kommt. Das war schon ein Ereignis. Michael, du warst ja selber hautnah dabei. Als da mitten in der Nacht das Telefon klingelte und man erst denkt, was ist denn das jetzt? Ist das ein Telefonspaß? Als dann die automatisierte Stimme kam. Bitte zur Feuerwache, Krisenstabsraum. Das sind so Dinge, wo man denkt, da hätte ich im Leben niemals mit gerechnet, dass sowas mal uns treffen könnte. Was die Schulangelegenheiten angeht, ja, es sind immer wieder spannende neue Dinge, aber ich würde jetzt nicht sagen, irgendwas, wo man sagt, das hätte ich niemals gedacht, dass sowas passieren kann. Also ein Punkt, der da vielleicht rausfällt, wo man doch erschreckend feststellt, wenn man immer wieder hört von Dingen, die an Schulen nicht gut laufen, was Gewalt angeht, was Umgang mit den Schulen, mit den Möbeln, mit den Gebäuden angeht. Also da erlebt man schon erschreckende Dinge, wo man sich fragt, wie kann es sein, dass eine Schule so aussieht? Warum sind hier Türen eingetreten? Warum wird der Müll überall verteilt, nur nicht da, wo er hingehört? Wie kann es sein, dass Schultoiletten so aussehen, wie sie aussehen? Das ist immer wieder ein Dauerthema, der Zustand der Toiletten in den Schulen. Das liegt dann aber nicht daran, dass sie nicht gescheit geputzt werden, sondern es ist halt oft ein Nutzerproblem. Ist das
Ich frage mal ganz vorsichtig, ist das in den letzten Jahren schlimmer geworden? Ich glaube ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so in dieser Extremität, wie wir es jetzt haben, früher auch so gewesen ist. Wobei ich jetzt so ganz lange in dem Bereich ja noch nicht bin, aber es wird gefühlt häufiger. Also die Beschwerden werden häufiger. Wir bekommen dann ab und zu auch unappetitliche Fotos zugeschickt, wie die Toiletten gerade wieder aussehen. Das hat es früher in der Form nicht gegeben. Oder auch so Sachen wie, vermutlich stecken TikTok-Challenges dahinter. Wenn dann Videos gedreht werden, wie Kinder entweder mit brauner Farbe in den Toilettenkabinen irgendwelche Botschaften an den Wänden hinterlassen oder die Papierhandtücher nass machen, an die Decke werfen, die bleiben dann nämlich schön kleben und dann nette Muster überall an die Decken machen. Da ist unsere Vermutung, dass es wirklich mit irgendwelchen Internet-Challenges zusammenhängt. Ja, ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört, dass da auf jeden Fall mal viel durchs Netz geht und dass das vielleicht auch nicht unbedingt sein muss. Deswegen ein Appell an dieser Stelle, was soll das? Ja, das kann man nur so sagen, ganz deutlich, was soll das und lass das einfach. Punkt. Ja. Herausforderung hin oder her ist ja auch alles in Ordnung, aber es gibt ja wahrscheinlich auch schöne Themen, mit denen man sich gerne befasst und vielleicht auch Erfolge und Dinge, die gut laufen, die einem dann wahrscheinlich ein bisschen Rückenwind auch geben. Ich habe es vorhin schon angedeutet, also was wirklich richtig, richtig gut läuft, das ist die Zusammenarbeit mit den Schulen als solches. Also die Schulleitungen sind zum Großteil sehr, sehr engagiert. Viele der Schulleitungen haben spezielle Themen, um die sie sich kümmern, wo sie uns auch unterstützen. Also ein Thema ist zum Beispiel OGS, der offene Ganztag in den Grundschulen. 2026 startet der Rechtsanspruch. Also ab 2026 hat jedes Kind, was zu dem Zeitpunkt das erste Schuljahr besucht, einen Anspruch auf einen OGS-Platz. Das wächst dann jedes Jahr hoch. Und es gibt drei Schulleiterinnen in Hagen, die das als Generalier haben und sich mit der Thematik OGS intensiv beschäftigen. Das sind die Beraterinnen im Ganztag und die beraten die Schulen, die beraten aber auch in gewisser Weise uns. Wir sind in sehr, sehr engem Austausch mit den Trägern der OGS, mit den Beratern, mit den Beraterinnen im Ganztag. Und wenn man dann Dinge erarbeiten kann gemeinsam und merkt, oh, wir haben doch noch eine Chance, mehr Plätze einzurichten. Wenn man einfach gemeinsam überlegt, wie funktioniert das Ganze, das sind dann Dinge, die einfach auch Spaß machen. Wenn man zu einem Termin kommt und denkt, boah, da klappt bestimmt nichts und gemeinsam sitzt man dann da und überlegt und es entstehen doch wieder Ideen. Wir haben große Engpässe zum Beispiel im Bereich der Mittagsverpflegung. Die Schulen, die Grundschulen, die meisten, die wir in Hagen haben, sind sehr, sehr alt, stammen aus einer Zeit, wo von 8 bis 1 Uhr Schule war, man ist morgens hingegangen, hatte Unterricht und ist nach Hause gegangen. Das kenne ich noch aus meiner Zeit. Ich auch noch. Ich auch, wie du auch. Tatsächlich. Und die Schulen sind einfach nicht darauf ausgerichtet, Kinder mittags zu verpflegen. Und wenn dann eine große Anzahl von Kindern mittags essen muss, fehlen die Räumlichkeiten. Und da ist es wirklich spannend zu sehen, wie man mit viel Fantasie und auch Bereitschaft, den Kindern das zu ermöglichen, doch noch zu Lösungen findet. Und das sind Dinge, die wirklich Spaß machen. Wenn man merkt, jeder möchte an dieser Thematik mithelfen, man sucht nicht nur Probleme, sondern versucht gemeinsam, diese eben aus dem Weg zu räumen. Und das sind dann Termine, wo man dann hinterher wieder in seinem Büro sitzt und denkt, boah, das war schön. Ich muss aber auch sagen, seitdem ich selber Fachbereichsleiterin bin, habe ich seltener diese konkreten Termine, sondern das machen dann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe ja auch eine Abteilungsleiterin, die quasi meinen alten Job jetzt übernommen hat und die halt vieles von diesen Aufgaben dann übernimmt und ich dann von dieser konkreten Arbeit bei manchen Dingen viel zu wenig mitbekomme. Aber das ist ja auch die Aufgabe, mehr strategisch zu überlegen, zu denken, wie kann die ganze Hagener Schullandschaft insgesamt besser aufgestellt werden. Und da schlage ich nochmal den Bogen zur aktuellen Situation in Hagen. Es ist so, dass wir viel zu wenig Schulraum haben. Wir müssen aktuell versuchen, mehr Schulraum zu schaffen. Die Zuwanderungssituation in Hagen ändert sich scheinbar so schnell nicht. Wir bekommen immer mehr Menschen, die gerne nach Hagen ziehen möchten. Und die Kinder sollen, müssen, wollen natürlich auch hier zur Schule gehen. Und das stellt uns vor wahnsinnige Herausforderungen. Und das ist eigentlich im Moment meine wirklich größte Baustelle. Zu schauen, dass wir Schulraum für all diese Kinder zur Verfügung stellen können. Und das ist nicht einfach. Das glaube ich, ja. Eine große Herausforderung. Wir haben vorhin über die vielen Schulen gesprochen, wo viele überrascht sind. Aber jetzt hören wir auf der anderen Seite, es fehlt halt der Schulraum. Und das hast du ja gerade gesagt, wahrscheinlich liegt es an der Zuwanderung, aber auch daran, dass Schule sich verändert hat, dass man ein Mittagsangebot wahrscheinlich anbieten muss. Oder gibt es noch andere Gründe dafür?
ganz klar finden heute andere Dinge in Schule statt, als das noch zu unserer Schulzeit war. Schule ist mehr und mehr ein Ganztagsangebot, nicht überall, aber wer das möchte, hat die Chance, ein Ganztagsangebot anzunehmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze, muss man natürlich einschränkend sagen. Und von daher sind es ganz andere Dinge, die man in Schule auch mit berücksichtigen muss. Und daher braucht man auch zusätzlichen Raum. Wenn man früher nur Unterrichtsräume brauchte, braucht man jetzt auch eine Mensa. Man braucht eine große Küche, wo das Essen vorbereitet werden kann. Man braucht auch mal Räume, wo Kinder sich zurückziehen können. Denn wenn sie eben dem Trubel, der den ganzen Tag in einer Schule herrscht, entgehen wollen, weil die Schülerschaft wird auch immer bunter durch die Zuwanderung und dadurch werden die Herausforderungen in den Schulen auch für die Lehrerinnen und Lehrer und für das ganze weitere Personal, was in Schule tätig ist, das sind ja heute nicht mehr nur Lehrer. Das Team ist ja wahnsinnig groß mit Pädagogen, mit multiprofessionellen Teams, wo alle möglichen Professionen sich auch versammeln, die alle gemeinsam dafür sorgen, dass die Kinder in der Schule eine gute Bildung erhalten. Also Schule ist ganz anders, als wir sie noch alle drei hier erlebt haben. Erinnerst du dich denn gerne an deine eigene Schulzeit zurück? Tatsächlich, ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Und ich fand es besonders spannend, als ich das erste Mal in meinem Job beim Fachbereich Schule tatsächlich in meiner alten Grundschule wieder war. Welche ist das denn? Das war die Liebfrauenschule in Vorhalle. Wir sind damals, da war ich 13, aus Vorhalle weggezogen. Und seitdem habe ich tatsächlich diese Schule nie wieder gesehen, betreten oder sonst was. Und jetzt mit so vielen Jahren Abstand in diese Schule reinzugehen mit der Schulleiterin und sich alles nochmal anzusehen, war wirklich ein spannendes Erlebnis. Und ich habe dann mit Erschrecken festgestellt, dass ich es teilweise völlig anders in Erinnerung hatte, obwohl sich dieser Teil der Schule, der damals schon da stand, eigentlich nicht verändert hat. Also daran sieht man, dass doch vieles verblasst und dass auch die Räume eigentlich nicht das Entscheidende sind, an das man sich in der Schulzeit erinnert. Ja, das Glück habe ich leider tatsächlich nicht. Meine weiterführende Schule wurde komplett aus dem Boden neu gestampft, aber ich war auch auf der Helle-Gades-Schule und die ist ja gar nicht städtisch, deswegen. Ja. Da war ich dann später auch. Ach, sehr schön. Da war ich letztens und dachte mir, es sieht alles anders aus und es erinnert mich an nichts mehr. Deswegen. Doch der Fußboden in der Pause. Den haben sie behalten, genau. Und ein Treppenhaus gibt es auch, aber mehr auch nicht mehr. Genau. Bevor wir vielleicht in den nochmal etwas privateren Teil kommen, würde ich gerne noch irgendwie einmal fragen, du hast jetzt gerade ganz viel über deine Aufgaben erzählt, aber wie sieht denn so ein, ich klassischer oder vielleicht auch unklassischer Tag in deinem Arbeitsleben aus? Den gibt es nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Jeder Tag ist anders. Als Beispiel, wir hatten einen großen Termin mit der Schulaufsicht aus Arnsberg, wo es wirklich darum ging, wie Schülerinnen und Schüler, die aktuell in Vorbereitungsklassen sind, das heißt Kinder, die zugewandert sind und zunächst mal 2 Jahre besondere Sprachförderung bekommen und das Schulleben in Deutschland kennenlernen, die dann aber natürlich in das normale Schulsystem integriert werden, wo es darum ging, wie funktioniert das, wie viele Kinder sind das, wie viele müssen wir ins Schulsystem bringen. Dann haben wir ja auch noch die Situation, dass viele Kinder, die leider zu Beginn zum Beispiel zum Gymnasium gehen, das nicht schaffen, dann auf eine Realschule wechseln müssen oder von einer Realschule zur Hauptschule. Hatten wir so einen Tag, wo wir ganz viel überlegt haben, wie kriegen wir diese Kinder jetzt unter. Während dieses Termins klingelte das Telefon, das Handy einer Schulaufsicht, die gleichzeitig für die Generalie Katastrophe, Notfall zuständig ist. Und dann wird uns nur zugerufen, Dachstuhlbrand in der Schule in Hagen. Und das war dann so, verdammt, was hier, ich bitte jetzt nicht auch noch Feuer in der Schule. Und das ist aber so typisch. Also man kann diese Tage nie planen, weil immer wieder neue Dinge dazukommen, immer wieder Unvorhergesehenes, mit dem man gar nicht rechnen möchte. Ich möchte darauf hinweisen, dieses Feuer ist sehr glimpflich ausgegangen. Also nicht, dass jemand denkt, es war was Schlimmes. Es ist niemand groß zu Schaden gekommen und auch der Schaden am Gebäude hält sich zum Glück in Grenzen. Aber das ist so typisch. Man kommt morgens an, hat eigentlich Pläne, wie dieser Tag laufen soll. Er läuft dann aber anders. Klingt abwechslungsreich und spannend, aber ein Brand muss es jetzt nicht sein. Nein. Es ist tatsächlich sehr abwechslungsreich und spannend, vor allen Dingen auch, man sitzt ja nicht den ganzen Tag im Büro. Man ist auch unterwegs in Schule, man sieht viele Schulen, wobei ich sagen muss, dazu hat man eigentlich viel zu wenig Zeit. Ich wäre lieber mehr in Schule unterwegs, um tatsächlich auch mehr nochmal mitzubekommen, was sind denn jetzt die Probleme vor Ort? Wie sieht es wirklich aus? Wie ist der Bauzustand? Dafür sind es zu viele Schulen
um sie alle wirklich regelmäßig mal besuchen zu können. Mich würde noch interessieren, gibt es denn, auch wenn es alles schwierig planbar ist, Sachen, auf die du jetzt in Zukunft blickst und wo du dich auch drauf freust oder wo du weißt, dass das bevorsteht, worauf vielleicht auch Bürgerinnen und Bürger sich schon vorbereiten können? Wir haben natürlich die Situation, dass wir jetzt zum Sommer hin eine neue Schule eröffnen. Das ist die erste Schule seit Jahren, die neu an den Start geht. Das wird die neue Grundschule Weringhausen sein. Das ist natürlich so ein Punkt, wo wir sagen, ja, das ist der erste Schritt von vielen Schulneubauten, von viel Schaffung von neuem Raum, nicht nur Neubauten, sondern auch Anbauten, die wir dann jetzt eröffnen, wo wir dann durchstarten können und einige mehr Kinder schon unterbringen können. Das freut mich total und genauso freut es mich, dass wir mehrere weitere Baumaßnahmen gut auf den Weg bringen konnten, womit wir dann in den nächsten Jahren die Schulplatznot in Hagen hoffentlich lindern können. Die Sache ist natürlich nur die, so ein Bau dauert lange. Von daher sind das Dinge, da freue ich mich drauf, aber da haben wir noch lange Zeit, uns zu freuen, weil es dauert noch, bis die nächsten dann eröffnet werden. Ach, Vorfreude ist doch die schönste Freude. Ja, genau. Wir sind ja mit Nachrichten, zumindest Stichworten aus Nachrichten, eingestiegen. Schule, Nachrichten, allgegenwärtig. Ne? Also Schule ist in den Nachrichten allgegenwärtig. Hörst du im Privaten eigentlich noch hin oder kannst du da komplett abschalten? Ich höre selbstverständlich immer noch hin. Es lässt einen auch im Privaten nicht los. Also auch privat kommen immer wieder Anfragen, oh, unser Kind hat keinen OGS-Platz bekommen oder ich kenne da wen, der hat keinen Platz, kannst du da nicht was machen? Oder bei uns an der Schule gibt es immer noch kein WLAN, es heißt doch immer, es gibt jetzt Digitalisierung, warum seid ihr da noch nicht so weit? Das lässt einen nie los. Also wenn jemand weiß, da ist jemand, der kommt aus diesem Bereich, da wird auch gerne gefragt. Okay, kannst du denn trotzdem irgendwie im Privaten abschalten? Gibt es da ein Hobby? Viele. Gott sei Dank. Viele, aber aktuell zu wenig Zeit für die Hobbys. Ich singe in einem Chor, das ist auch immer gut zum Abschalten. Und mein größtes Hobby ist meine Familie, kann ich nicht anders sagen. Wir haben Enkelkinder, ich freue mich immer, wenn die zu Besuch sind, wenn wir hinfahren können. Und das ist so das Schönste, finde ich. Die kleine Auszeit quasi. Genau. Haben wir irgendwas vergessen und möchtest du uns noch was erzählen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, bevor wir dich entlassen? Wir beenden ja schließlich den Unterricht an dieser Stelle. Gleich ertönt die Klingel. Diese Schlussworte hätte ich mir vielleicht vorher mal überlegen sollen. Auf so eine Frage hätte man sich ja mal einstellen können, dass die kommt. Also eine Sache, die ich tatsächlich schön fände, aber ich glaube, da kann man appellieren, so viel wie man will. Ich finde es für Kinder immer sehr, sehr schwierig. Wir haben es vorhin angesprochen, wenn Kinder an einer Schule angemeldet werden, wo man vielleicht schon von vornherein absehen kann, es ist nicht die richtige Schulform. Die Kinder werden aller Voraussicht nach überfordert sein. Man hört dann immer wieder Stimmen von Schulleitungen, die sagen, ja, die Eltern melden ihre Kinder dann trotzdem bei uns am Gymnasium an, nach dem Motto, kann ja klappen, und sind dann manchmal tatsächlich beratungsresistent und sagen, nein, nein, wir wollen die höchstmögliche Schulbildung für unser Kind. Da wäre es tatsächlich schön, wenn mehr Kinder vielleicht mal mehr Eltern reflektieren würden, tue ich damit meinem Kind wirklich was Gutes. Weil das dreigliedrige Schulsystem ist durchlässig, auch von Hauptschule, Realschule, Gymnasium in diese Richtung. Und vielleicht entwickelt sich ein Kind zu einem späteren Zeitpunkt. Und es wäre für viele Kinder bestimmt nicht verkehrt, nicht unbedingt am Gymnasium zu starten. Auch die anderen Schulen sind gut und machen gute Arbeit. Die Realschulen, die Hauptschulen im dreigliedrigen Schulsystem und auch die Gesamtschulen und Sekundarschulen, da würde ich mir wirklich wünschen, dass Eltern vielleicht doch nochmal anders reflektieren, vielleicht auch darauf hören oder darauf schauen, was für eine Schulformempfehlung hat mein Kind bekommen. Ich glaube, da würden sie ihren Kindern einen großen Gefallen mit tun. Und wie du schon sagtest, selbst da ist ja die endgültige Entscheidung eigentlich noch gar nicht gefallen. So ist das. Das ist ja das Schöne, dass das Schulsystem bei uns offen ist. Ja, dann würde ich jetzt sagen, mit diesem Appell könnten wir eigentlich den Podcast beschließen. Dich dann demnächst zeitnah entlassen. Schönen Dank. Nämlich quasi jetzt. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, schönen Dank für die Einladung. Gerne. Tschüss. Tschüss. Da sind wir nochmal, euer Lieblingsmoderationsduo. Und wir haben eine wichtige Nachricht für euch. Wir sind nämlich die nächsten Wochen nicht da. Wochen? Wie lange willst du denn wegbleiben? Na, bis ich mich erholt habe. Also
6, meinst du? Ja, ich glaube, 6 Wochen sind wir nicht da. Um es mal ganz genau zu sagen, wir hören uns am 23. August wieder mit einer brandneuen Folge unseres Podcasts Faxen an der Volme, der Rathaus-Podcast der Stadt Hagen. Bis dann, erholt euch gut. Ciao.